Wenn du wach am nächsten Morgen in diesem Zustand aufwächst. Es ist eigentlich ein ganz normales Wochenende im Februar 2014. Cameron hatte in der Woche Stress in der Schule, musste mehrere Arbeiten schreiben. Zuvor fiel der Mutter schon mal auf, dass Cameron aggressiver wurde, leicht reizbar war. Sie schob es aber auf den Stress in der Schule, bis ihr Sohn plötzlich außer Kontrolle gerät. Wir hatten absolut keine Idee, was das sein könnte. Wirklich nicht. Es gab keine Anzeichen oder Anhaltspunkte. Wir haben auch nie etwas gehört von einer Kinderkrankheit mit solchen Symptomen. Zuerst glauben die Ärzte, es sei das Tourette-Syndrom, doch dann entdecken sie etwas anderes. Als wir gerade die Klinik verlassen wollten, kam eine Ärztin mit den Blutergebnissen in den Raum und sagte, dass die Streptokokkenwerte extrem hoch seien. Und dann stellte sie die PANDAS-Diagnose. PANDAS. Übersetzt, eine simple Halsinfektion hatte bei Cameron eine seltene Krankheit in Gang gesetzt. Der Körper will die Infektion im Hals heilen, doch die helfenden Antikörper greifen Camerons Gehirn an.